Anfang des 19. Jahrhunderts wird Württemberg Königreich. Und seine zwei ersten Könige, Friedrich I., der dicke Friedrich, und sein Sohn Wilhelm I., machen gleiche Phasen durch. Sie gehen durch eine große Krise, bewähren sich in dieser großen Krise und wollen weiter hinauf und scheitern beide. Und das alles hat sehr viel auch mit dieser Gegend zu tun. Wo bin ich? Ich bin in Hartheim auf dem Heuberg mit fast 1000 Meter, einer der höchsten Punkte der Alp. Manche sagen, einer der schönsten Punkte der Alp. Wir werden sehen. Wie ganz Württemberg leidet auch die Schwäbische Alb massiv unter den napoleonischen Kriegen. 1796 werden auf die Dörfer hier ringsherum 12.000 französische Truppen stationiert, die neigt komplett auf Kosten der Bevölkerung leidet. 1797 bis 99 zieht immer wieder französische Truppen durch, die halt auch plündern, wie es ist. 1813 auf 14 werden hier dann 1000 Mann russischer Truppen stationiert. Also ist ziemlich viel los. Was los ist, dafür sollte man vielleicht erstmal die Karte angucken. Ende des 18. Jahrhunderts haben wir verschiedene Großmächte in Europa. Angefangen bei England über Russland, Preußen, Österreich, zu einem gewissen Maß noch Spanien und natürlich Frankreich. Mitten in dieser Gemengelage Württemberg, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich mittendrin. 1789 kommt es zu Unruhen in Frankreich, die dann in der Französischen Revolution enden. Man kennt es. Friedrich als Erbprinz findet es extrem spannend, reist erstmal nach Paris, schaut sich das Ganze an, bekommt dann aber doch eher Bedenken, möchte abreisen, es verzögert sich Drama. Ab diesem Moment hat er zumindest genug von Frankreich für eine lange Zeit. 1791 verbünden sich Österreich und Preußen, später dann noch England, Spanien und gewisse andere Länder gegen Frankreich. Man möchte den Aufständischen, den Revolutionären zeigen, dass der Adel halt zusammenhält. Württemberg mittendrin laviert. Warum laviert man? Einerseits, weil der Herzog extrem auf Seiten des Kaisers ist. Er ist reichstreu und überhaupt findet er die Franzosen ja suspekt. Die württembergischen Stände dagegen finden die Französische Revolution erstmal ganz spannend und versuchen eine eigenständige Außenpolitik zu treiben. Eigenes Kapitel. 1796 schafft es Frankreich durch diverse Siege, den Rhein zu überschreiten, den Kniebiss zu nehmen und tatsächlich in Württemberg einzumarschieren. Friedrich, der als Prinz mit der Verteidigung des Schwarzwalds beauftragt war, versagt vollkommen. Frankreich besetzt Württemberg. Was die Württemberger dazu bringt, mit Frankreich Frieden zu schließen und die Rheingrenze anzuerkennen. Das heißt, man gibt jetzt zu, jawohl, alle Länder links des Rheins, Mömpelgard und was sonst noch dazu gehört, haben wir an Frankreich verloren. Noch ist Frankreich allerdings relativ schwach, sodass es jetzt wiederum Österreich schafft, die Franzosen aus Württemberg zu vertreiben. Jetzt besetzen also die Österreicher Württemberg, was für die Bevölkerung keinen großen Unterschied macht. Schon deswegen nicht, weil in der entscheidenden Schlacht Österreich eine große Niederlage kassiert und Österreich 1797 mit Frankreich Frieden schließen muss. 1798 stellt allerdings England sofort eine neue Koalition auf die Beine und verbündet sich mit Russland und erneut mit Österreich, um den Franzosen zu zeigen, wo es lang geht. Württemberg, theoretisch frei und wieder genau in der Mitte, möchte wieder neutral bleiben. Und wieder funktioniert es nicht. 1799 marschieren wiederum die Franzosen in Württemberg ein und auch der Heuberg leidet sehr stark. Und wieder 1799 schlagen die Österreicher die Franzosen zurück, sodass Württemberg wieder frei und unabhängig wird. Allerdings ordentlich dafür bezahlen muss. 16 Millionen Gulden Kriegskosten laufen beim württembergischen Herzog mittlerweile auf. Klar ist auf jeden Fall,
Wer uns hilft, ist Österreich. Also es kommt zu einer klaren Allianz zwischen Württemberg und Österreich. Zunächst. Denn im gleichen Jahr versuchen es die Franzosen erneut wieder in Württemberg einzumarschieren, werden jetzt allerdings durch württembergisch-österreichische Truppen zurückgeschlagen. Tatsächlich nehmen die Franzosen einen neuen Anlauf und schaffen es 1800 erneut Württemberg zu besetzen. Und erneut muss die württembergische Regierung das Land verlassen und fliehen. Friedrich begibt sich nun nach Wien, wo er stark gedemütigt wird, weil man hat irgendwie kein Interesse an einem Herzog ohne Land und irgendwie so richtig gut verteidigt hat er sich ja auch nicht. Man lässt es ihn spüren, was er nie vergisst. Im Dezember 1800 kommt es zum Waffenstillstand. Die Franzosen ziehen sich zurück und Friedrich kann wieder in sein Herzogtum zurückkehren. Doppelt gedemütigt. Man überlegt sich jetzt im Reich schon ganz genau, wie soll es eigentlich weitergehen, weil diese dauernde Räumung und Besetzung Württembergs hat ja auch keine echte Zukunft. Und so verfällt man auf teilweise sehr merkwürdige Pläne. Unter anderem kommt die Idee auf, man könne ja Württemberg auflösen und das Territorium zwischen Baden und Bayern aufteilen. Die Grenze sollte der Neckar sein und Friedrich sollte dann dafür andere Länder bekommen, als Bistum Münster, Osnabrück oder Gebiete in Italien, was Friedrich brüsk von sich weist. Stattdessen gelingt ihm ein diplomatisches Meisterstück. Er überzeugt alle Großmächte davon, dass es am besten wäre, wenn man zwischen den einzelnen Blöcken neutrale, starke Staaten hätte. Also Länder, die neutral sind, als Puffer fungieren, allerdings stark genug sind, sich selbst zu verteidigen. Wen meint er damit? Selbstverständlich Württemberg, aber auch, weil anders funktioniert sein Plan nicht, Bayern. 1801 im Oktober wird jetzt klar, dass die französischen Gebiete der Deutschen verloren sind, also Mömpelgard ist weg. Und so befasst sich ein Reichstag in Regensburg mit der Frage, was für Entschädigungen es denn dafür geben könnte. Man bildet eine Reichsdeputation, unter anderem bestehend aus den Kurfürsten von Mainz, von Sachsen, von Brandenburg, von Böhmen, aber auch Bayern und Württemberg. Sie spielen jetzt also im Konzert der Großen mit. Am 24. März 1803 kommt es dann auch zum Reichsdeputationshauptschluss. Und für Württemberg bedeutet es nichts anderes, als dass Württemberg und Baden nun die Kurwürde erhalten und Württemberg sich einverleiben darf, die Fürstpropstei Ellwanger, die Reichsabtei Zwiefalten, die Frauenklöster Heiligkreuztal, Rottenmünster, Margrethausen in der Nähe von Hartheim, das Ritterstift Comburg, die Abtei Schöntal, Teile Dürrenmannstättens, das Damenstift Oberstenfeld, die Reichsstädte Aalen, Esslingen, Giengen, Heilbronn, Reutlingen, Rottweil, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall und Weilerstadt. Alles in allem bekommt Württemberg nun als Entschädigung 120.000 neue Einwohner und 633.000 Gulden jährliche Einnahmen. Friedrich I. schnappt sofort zu und bevor dieser Reichsdeputationshauptschluss in Kraft ist, besetzt er die Territorien. Zurück zur Außenpolitik. 1803 befindet sich eigentlich nur noch England mit Frankreich im Krieg. Alle anderen haben Frieden geschlossen. 1805 schafft allerdings England es, Russland und Österreich wieder zum Krieg zu treiben. Das heißt, man möchte jetzt wieder gegen Napoleon ins Feld ziehen. Napoleon möchte sofort loslegen, kann sich allerdings nicht direkt nach England wenden und hält sich deswegen den englischen Verbündeten schadlos. Lange Rede, kurzer Sinn, Frankreich marschiert jetzt wiederum in Württemberg ein. Nun mit der Rückendeckung der Württemberger, aber was ändert es? Und schließlich auch in Bayern. Süddeutschland wird wieder mal Kriegstheaterschauplatz. Allerdings läuft es jetzt nicht so wie bisher, dass jetzt die Österreicher die Franzosen halt wieder zurückdrängen. Nein, tatsächlich verbündet sich jetzt Bayern mit Frankreich und ein ganz neuer Machtblock entsteht. Auch Baden schließt sich den Franzosen an. Österreich versucht wiederum in Süddeutschland voranzukommen, besetzt auch wieder Teile Württembergs und benimmt sich wie die Axt im Walde, was dafür sorgt, dass schließlich nach der Niederlage der Österreicher Friedrich nichts anderes tun kann, als sich nun komplett politisch zu wenden und sich Frankreich anzuschließen. Er lässt sich diesen Verrat oder diesen Seitenwechsel auch einiges kosten. Napoleon gestattet ihm, nun König zu werden. Friedrich nimmt ihn eigentlich sofort an. Allerdings hat er das Problem, dass das Ganze wenig festlich ist. Es gibt auch niemanden, der ihn irgendwie zum König krönen konnte. Und so lässt er am 1. Januar 1806 um 9 Uhr früh in Stuttgart 100 Kanonenschüsse abfeuern, um 10 Uhr einen Herold durch die Stadt reiten, der verkündet, dass man nun Königreich sei. Begibt sich in die Schlosskirche, wo er ein Tedeum hört und dann gibt er ein Fest am Hof und in der Stadt. Und das war's. So wird man König. Hier im Bild sehen wir übrigens den Thronsaal Friedrichs.
Napoleon lässt sich die Rangerhöhung der Württemberger allerdings bezahlen. Unter anderem dadurch, dass er fordert, dass jetzt jede Menge süddeutscher Staaten und Staaten dem Rhein entlang das Reich verlassen und einen sogenannten Rheinbund unter französischer Herrschaft gründen. Und tatsächlich schließen sich am 12. Juli 1806 zahlreiche Länder diesem Rheinbund an. Württemberg zögert noch ein bisschen, man ist halt doch reichstreu, aber am 20. Juli ist es soweit, auch Württemberg schließt sich an. Was nichts anderes bedeutet als das Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Nun könnte ja eigentlich Frieden herrschen, tut's aber nicht. Napoleon in Frankreich beginnt jetzt Russland zu provozieren. Die Gründe sind in unserem Zusammenhang egal. Er beschließt im Grunde genommen einen Krieg gegen Russland und fordert nun natürlich seine süddeutschen Verbündeten auf, mit ihm mitzuziehen. Friedrich I. weigert sich. Er möchte eigentlich nicht Landeskinder verheizen im Krieg, der ihm nichts angeht. Woraufhin Napoleon sehr unverhohlen droht. Er lässt ihn mitteilen: Wenn mir die Bundesfürsten auch nur den geringsten Zweifel über ihre Vorkehrungen für eine gemeinsame Verteidigung, er nennt es Verteidigung, lassen, werden sie sich zugrunde richten, denn ich ziehe Feinde unzuverlässigen Freunden vor. Man macht mobil. Die Truppenzahlen sind erschreckend. Am 17. März 1812 stellt Württemberg 15.800 Mann Infanterie, 3.400 Pferde und 32 Geschütze. Und man begibt sich auf den Russlandfeldzug, diesen berühmten Russlandfeldzug, der in der Katastrophe endet. Bereits am 28. Juli, Württemberg hatte keine einzige Feindberührung, betragen die württembergischen Rundtruppen nur noch 5.000 Mann. Der ganze Rest ist schwer verwundet oder gestorben durch die Strapazen des Marsches. Am 19. August werden die Württemberger in der Schlacht von Smolensk eingesetzt und verlieren weitere Truppe. Die württembergische Feldarmee besteht jetzt noch aus 2.400 Mann. 7. September, die Schlacht bei Borodino. Die Württemberger zeichnen sich durch ihre Taten in der Schlacht stark aus, lassen aber wieder jede Menge Blut liegen. Am 14. September kommt man in Moskau an. Württembergische Truppen sind die ersten, die Moskau betreten und dort wieder zu Kräften kommen. Insgesamt kann die württembergischen Truppen jetzt wieder zurückrufen auf 1.500 Mann Infanterie, 400 Reiter, 400 Artilleristen und immer noch 30 Geschütze. Moskau, man kennt es, muss verlassen werden. Und die Rückzugsgefechte unter Wintereinbruch macht auch den Württembergern massiv zu schaffen. Am 11. November sind noch 1.000 Mann Württemberger einsatzfähig. Am 21. November, 10 Tage später, nur noch 307. Zwar werden die württembergischen Truppen durch weitere Truppen aus der Heimat verstärkt, aber beim Übergang über die Beresina zahlt man wieder einen hohen Blutzoll. Mitte Dezember kommen ca. 300 Württemberger zurück. Von dem ganzen Desaster erfährt Friedrich I. durch den Generalquartiermeister Kerner, der als Bote zu Friedrich geschickt wird. Und Friedrich herrscht ihn an: Warum haben Sie meine Armee verlassen? Woraufhin Kerner antwortet: Majestät, haben keine Armee mehr. Was man übrigens nebenbei bemerkt, schafft ist, die 300 Mann bringen die württembergischen Farben, also die Fahnen, zurück. Kurzer Exkurs zu den württembergischen Farben. Im 13. Jahrhundert gibt es ja das Wappen mit schwarzen Hirschstangen auf goldenem Schild. Damit sind eigentlich die württembergischen Farben auch festgegeben, nämlich schwarz und gold. 1593 kommt die Mömpelgarder Linie der Württemberger an die Herrschaft und bringt die neuen Farben mit, nämlich Gold und Rot als Hausfarben. 1809 stellt man fest, dass das ein bisschen wenig Farben sind, denn die Trikolore ist üblich. Ist Mode durch die französische Trikolore und so muss man auch in Württemberg drei Farben haben. Und man entscheidet sich für Gold, Schwarz, Rot, wie im Vorspann dieser Videos. Nachdem Napoleon dann geschlagen ist, wird 1816 die Idee mit den drei Farben wieder verworfen. Frankreich liegt ja da nieder. Und man überlegt sich eine neue Staatsflagge. Theoretisch wäre ja Goldrot wieder schön, aber das hat bereits Baden. Schwarz-Gold wäre auch nett, aber das sind die Farben von Habsburg. Und so bleibt eben Schwarz-Rot. Ab 1896 sind es dann auch die offiziellen Landesfarben. Zurück im Kriegstheater passiert jetzt das, dass natürlich die französische Armee aufhört zu existieren. Und man kennt die Geschichte, wie sie weitergeht. Es kommt zur Völkerschlacht bei Leipzig, in der übrigens württembergische Truppen zunächst dabei sind, allerdings keine große aktive Rolle einnehmen. Bis auf die Tatsache, dass man auf die lützowschen Truppen trifft. Und diese lützowschen Truppen werden von den Württembergern geschlagen. Unter anderem fällt dabei Theodor Körner, der Freiheitsdichter.
Württemberg wechselt dann noch in Leipzig die Seiten, weil der General im Grunde genommen von Friedrich den klaren Auftrag hat, die Truppen um jeden Preis zu schonen. Die Geschichte ist bekannt, Napoleon wird gefangen gesetzt, kehrt zurück. Es kommt zu der Schlacht, die man später in englischer Geschichtsschreibung als die Schlacht bei Waterloo bezeichnet. Auch hier zeichnen sich die württembergischen Truppen einigermaßen aus, allerdings nicht in Belgien, sondern man marschiert gleichzeitig in Frankreich ein und dort kämpft Württemberg. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zum Heuberg. Wie wirkt sich das Ganze jetzt hier direkt auf den Heuberg aus? Wie gesagt, ich bin hier in Hartheim, auf dem Sportplatz in Hartheim. Hartheim liegt unmittelbar ein Fußballfeld entfernt von mir da drüben. Hinter mir Thieringen, das wir kennen aus der Zeit Eberhard Ludwigs, Oberdiegesheim und direkt hier liegt Unterdiegesheim. Diese Ortschaften sind vor den ganzen Ereignissen in unterschiedlicher Hand. Thieringen ist württembergisch, Hartheim ist letzten Endes österreichisch, Unterdiegesheim genauso letztlich österreichisch mit Zwischenlehnen. Was passiert jetzt? 1805 nach der Schlacht bei Ulm, Schlacht bei Ulmen, Austerlitz letzten Endes, scheidet Österreich aus dem Krieg aus. Und damit hat Napoleon Möglichkeiten, Länder zu verschenken, ihm treue Untertanen bzw. ihm treue Könige zu bedenken. Und was macht er? Er beschenkt Württemberg und Baden. Ganz konkret, Thieringen, das schon zu Württemberg gehört hat, Oberdiegesheim, bekommt jetzt noch Unterdiegesheim und Hartheim dazu geschenkt. Unterdiegesheim und Hartheim werden württembergisch. Was den Einwohnern nicht so richtig schmeckte, aber sie konnten ja nichts tun. Die Herrschaft hat beschlossen. Damit sind die jetzt also württembergisch. Bis 1810. 1810 wird in Paris, wohlgemerkt, ein neuer Vertrag geschlossen zwischen dem König von Württemberg und dem Herrn von Baden. Darin heißt es wörtlich: Seine Majestät, der König von Württemberg, treten an seine königliche Hoheit, den Großherzog von Baden, an das Großherzogtum angrenzende und eine Bevölkerung von 45.000 Sälen enthaltende Landstriche ab, und zwar um den bestimmten Ansinnen seiner Majestät des Kaisers Napoleon zu entsprechen. Napoleon beschließt also, okay, diese Neugruppierung, wie sie hier stattgefunden hat, nee, passt doch nicht so. Österreich soll noch weiter gedemütigt werden. Und die große Idee ist eigentlich, dass man Bayern, Baden und Württemberg weiter nach Osten verschiebt. Das Ergebnis davon ist, dass Unterdiegesheim württembergisch bleibt, Hartheim, wo wir jetzt sind, Hartheim, das kurz vorher zu Württemberg kam, kam jetzt nach Baden. Und ab diesem Moment sind die beiden Ortschaften komplett Ausland. Wie äußert sich das? Ganz einfach. Es gibt Fälle, wo zum Beispiel ein Einwohner von Hartheim eine Frau von Unterdiegesheim heiraten möchte. Und das Ergebnis ist, er muss ganz offiziell auswandern. Heute gehören beide Orte übrigens zur Stadt Meßstetten. Diese ganze Ostverschiebung gefällt übrigens Friedrich, dem dicken Friedrich, überhaupt nicht. Denn in seiner durchaus vorhandenen Arroganz ist er der festen Überzeugung, dass er eigentlich definitiv wichtiger ist als der Markgraf von Baden. Und so fordert er konsequent, dass auch Baden von Württemberg geschluckt wird. Dass also alles unter seine Herrschaft kommt. Napoleon möchte den dicken Friedrich nicht zu groß werden lassen und wertet deswegen den Badener auf. Was sehr lange Feindschaft oder zumindest Rivalität zur Folge hat. Wie auch der dicke Friedrich macht Wilhelm I. eine große Krise durch, die ihn dann letzten Endes stärkt. Dazu muss man ganz kleines bisschen bloß ausholen. Ganz Württemberg und so natürlich auch die Schwäbische Alb hängt massiv von der Landwirtschaft ab. Und die Landwirtschaft wiederum hängt vom Wetter ab. Und reagiert entsprechend empfindlich auf Wetterschwankungen. Und Wetterschwankungen, machen wir uns nichts vor, gab es immer. Extremwetterereignisse gab es immer. Anfang des 19. Jahrhunderts ein paar wirklich extreme Wetterereignisse. Sommer 1821 ist der zweitkälteste seit 500 Jahren. Der Sommer 1822, Jahr später,
ist der fünftheißeste Sommer seit 500 Jahren. Also solche Schwankungen gibt es tatsächlich immer wieder. Der Winter 1812 auf 13 ist extrem kalt. Die Gletscher wachsen und die ganze Sache mit dem napoleonischen Russlandfeldzug ist ja bekannt. 1816 aber sprengt alle Rekorde. Extreme Kälte, Starkregen im Wechsel mit Hagel im Sommer, Stürme und Hagel, ganz langer Schneefall. Am 9. bzw. 10. August, also in der Nacht vom 9. auf den 10. August 1816, 22 bis 23 Uhr, erwischt hier die Gegend auf dem Heuberg massiv. Ein Riesenhagel vernichtet die komplette Ernte, die noch etwas weit gewachsen ist, denn die blüht gerade erst im August. Vor allem hier in Hartheim und Unterdiegesheim ist alles weg. Es war noch die Winterfrucht. Es war das ganze Jahr so kalt, dass die Winterfrucht kaum reifte. Nochmal, die Winterfrucht blüht im August und wird jetzt vernichtet. Am 17. August meldet daraufhin die Magistrate hier, Hartheim und Unterdiegesheim haben alles verloren, sodass sie ohne wohltätige fremde Aushilfe weder ihre Felder bestellen, noch ihre Plätze werden halten können. Man ist ernsthaft am Überlegen, diese Dörfer hier aufzugeben. Die Obrigkeit sagt, uns egal, eure Steuern und eure Abgaben leistet ihr gefälligst trotzdem. Wir werden der Erste. So nett war er auch wieder nicht. 1817, dann übrigens bleibt der Schnee hier bis im Mai liegen. Im Juni erst wird Hafer gepflanzt, wo heute eigentlich, also in unserer Zeit, der Hafer schon geerntet wird. Im Oktober ist dieser Hafer dann erst grün und wird dann wieder von Schnee bedeckt, sodass diese Ernte also auch fällt. Was tat der König? Dafür gucken wir mal nach Hohenheim. Schloss Hohenheim wurde, naja, wenn nicht gebaut, dann zumindest sehr stark ausgebaut von Karl Eugen, der hier mit seiner Franziska von Hohenheim dann auch lebte. Nicht im Schloss selbst, sondern in den Gebäuden dahinter, wo heute die Speisemeisterei ist. Das Schloss ist ausgesprochen stabil gebaut, überraschenderweise, und verfügt legendärerweise über einen großen Schlosspark mit dem Dörfle von Franziska, wo sie im rousseauischen Sinne eine Art idyllisches Landleben nachspielen wollte. Wirklich Bedeutung gewinnt Hohenheim dann aber weniger als Residenz, wo übrigens Karl Eugen dann auch stirbt, sondern durch Wilhelm I. Das ist passiert. Im Oktober 1816 stirbt Friedrich I., der dicke Friedrich, mit 61 Jahren. Für viele überraschend, für mehr erhofft. Es ist das, was man später in der Forschung als das Jahr ohne Sommer bezeichnet. In Württemberg weiß keiner, was passiert ist. Wir wissen heute, dass in Indonesien der Supervulkan Tambora ausgebrochen ist, der das globale Klima so dermaßen veränderte, dass in Württemberg eben noch im August schneite und die Ernte komplett ausfiel. Das traf das Königreich besonders hart, weil sie immer noch nicht von den Kriegsschäden erholt hat. Dauernde Truppendurchzüge durch die napoleonischen Kriege haben sämtliche Nahrungsmittelvorräte im Grunde genommen schon erschöpft. Und dann das. Was sind die Folgen? Räuberbande bildet sich. Getreide, Hülsefrüchte, Kartoffeln, auch Heu wird knapp. Es kommt zur absoluten Massenarbeitslosigkeit. Hungersnöte. Arme, kann man anders sagen, fressen buchstäblich die Rinde von den Bäumen. Im Januar 1817 wissen wir beispielsweise von Leichingen, dass nur noch ein Drittel der Bevölkerung noch Bargeld hat. Zwei Drittel ist schon ohne Bargeld. Im Januar 17. Im Mai 1817 sind 4/5 in Leichingen auf Armenunterstützung angewiesen. Wirklich krasse Not. Es kommt zu einer großen Auswanderungswelle. Fast muss man sagen, selbstverständlich. Kälte, Überschwemmungen, das ganze Programm. Wilhelm I. und seine Frau Katharina Pavlovna reagieren unterschiedlich. Katharina eher karitativ-sozial, Wilhelm I. durch eine Verwaltungsreform und durch den Ausbau der Landwirtschaft. Und hier kommt Hohenheim ins Spiel. Aber gucken wir erstmal nach Katharina. Nur eine Baumreihe von Schloss Hohenheim entfernt steht das Denkmal für Katharina, die sich ja wirklich sehr verdient gemacht hat für das Land. Was hat sie alles gemacht? Ich habe vorher schon gesagt, sie ist eher so sozial-karitativ unterwegs.
sie sorgt für die Gründung von Wohltätigkeitsvereinen. Das wäre wichtig, weil als karitative Einrichtung die katholische Kirche in den neuen Landesteilen im Grunde genommen ausfällt. Die Klöster wird mehr oder weniger abgewickelt, sodass deren karitative Arbeit weg ist. Jetzt springen diese Wohltätigkeitsvereine ein. Die richten dann auch Armenzuppenanstalten ein. Solche Dinge, um eben die unmittelbare Hungersnot zu lindern. Katharina hat ja Kontakte nach Russland, sodass da auch ein bisschen Hilfe kommen kann. 1818 gründet sie die Württembergische Sparkasse, damit das bisschen Geld, das noch da ist, sinnvoll und vor allem krisensicher angelegt werden kann, damals. Sie richtet Armenschulen ein. Jetzt nicht der Armenschule, aber auch wichtig, bevor ich es vergesse, das Königin Katharina Stift. Also eine höhere Mädchenschule, die erste höhere Mädchenschule in Württemberg. Sie leistet eine Anschubfinanzierung für das Katharina-Hospital. Sie sorgt dafür, dass kostenlos Rohstoffe an arbeitslose Handwerker verteilt wird, sodass die eben arbeiten können und wieder auf die Beine kommen. Überhaupt Arbeitsbeschaffung, da ist sie auch sehr aktiv. Im Straßenbau initiiert sie Projekte. Ich meine, auch der Wilhelmskanal in Heilbronn geht auf ihre Idee mit zurück. Beschäftigungsanstalten für Kinder, jetzt weniger im Sinne von böser Kinderarbeit, sondern dass Waisenkinder überhaupt überleben können. Sie hat schon sehr große Verdienste in Württemberg. Auch wenn das der Spruch auf dem Denkmal dann doch ziemlich kitschig ist. Das waren also die Verdienste von Katharina. Jetzt, was macht Wilhelm? Wie gesagt, eher administrativ und eher landwirtschaftlich. Zunächst mal macht er so Dinge, die man halt macht als neuer Regent und die ganz nett sind. Also eine Generalamnestie für Zivil- und Militärsträflinge. Strafversetzte Beamte werden zurückgerufen, ein paar neue Beamte werden eingesetzt. So das Übliche halt nett, aber hilft jetzt nicht unmittelbar. Was er macht, ist eine ganz klassische merkantilistische Wirtschaftspolitik. Das heißt zunächst mal, er senkt die Importzölle, vor allem von Nahrungsmitteln, dass alles billig ins Land kommen kann und hebt gleichzeitig massiv die Ausfuhrzölle, vor allem von Nahrungsmitteln. 1817 erlässt er eine Fruchtsperre. Getreide, Kartoffeln, Brot, Bier, Branntwein, alles was so als Grundnahrungsmittel und letzten Endes dienen kann, darf das Land nicht mehr verlassen. Das hilft der württembergischen Bevölkerung eigentlich massiv, schadet auf der anderen Seite der Schweizer. Denn die Schweiz, zumindest große Teile der Schweiz, hängt ganz arg am Getreideimport aus Württemberg, der dann ausbleibt, sodass in manchen Gebieten der Schweiz 10% der Bevölkerung verhungert. Was macht Wilhelm noch? Innerhalb von Württemberg soll die Nahrungsmittel besser transportiert werden können. Das heißt, er schafft 1816 schon sämtliche Brücken- und Wegezölle ab. Waren können jetzt halt dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht werden, ohne dabei entsprechend teuer zu werden. 1817, ganz wichtiger Schritt, ohne jegliche Entschädigung, hebt er die Leibeigenschaft auf. Ab diesem Moment sind württembergische Bauern frei und können eigenständig arbeiten. Wie gesagt, ihre ehemaligen Leibherren gucken halt in die Röhre. Ganz, ganz wichtiger Schritt. Im gleichen Jahr, genauso ein wichtiger Schritt, gründet Wilhelm den landwirtschaftlichen Verein mit diversen Zweigvereinen. Dieser landwirtschaftliche Verein hat 7 Aufgaben. Er soll die Landwirtschaft, aber auch die Industrie wiederbeleben. Er soll für Erfahrungsaustausch dienen, Lobbyismus betreiben, also ein Sprachrohr der Landwirte bei der Regierung, beim König selbst. Er soll eine landwirtschaftliche Versuchs- und Unterrichtsanstalt gründen, ins Leben rufen, eine Fachzeitschrift herausbringen, Prämien für landwirtschaftliche und industrielle Produkte ausloben und ein landwirtschaftliches Fest organisieren. Jenes landwirtschaftliche Fest, landwirtschaftliche Hauptfest, das dann die Keimzelle des heutigen Cannstatter Wasens bildet, wo heute jede Menge Leute in bayerischer Kleidung mit Bündel und Lederhose hingeht, was Wilhelm wahrscheinlich maximal mit einem Kopfschütteln kommentieren würde. Dann ist es bayerisch und dann württembergisch. Was macht er noch? Er kauft Rinder und Merino-Schafe. 1820 wird das württembergische Schwein mit dem chinesischen Mastenschwein gekreuzt, sodass dann das schwäbisch-hellische Landschwein entsteht, das legendäre. Wilhelm engagiert sich aber auch direkt in der Landwirtschaft. Das heißt, er lässt Meiereien gründen, wo halt Musterlandwirtschaftsbetriebe stattfinden. 1821 eine Tierarzneischule wird gegründet.
und eben bereits 1818 hier in Hohenheim die landwirtschaftliche Unterrichtsversuchs- und Musteranstalt, die die Keimzelle für die Uni Hohenheim bildet und die der Landwirtschaft nicht nur in Württemberg einen Riesenschub gibt. Befördert übrigens auch durch die schon 1819 gegründete Hohenheimer Ackergerätefabrik. Diese Ackergerätefabrik soll einerseits Ackergeräte weiterentwickeln, sodass mehr Ernte ermöglicht ist, andererseits aber auch diese Technologie, die hier entwickelt wird, nach außen transferieren, als Non-Profit-Unternehmer. Man verkauft von hier Ackergeräte oder zumindest Modelle von Ackergeräte, nach denen man dann die Ackergeräte nachbauen kann. Sehr innovativ und extrem erfolgreich. Wilhelm I. und Katharina in der Krise ein Herz und eine Seele. Können wir meinen. Gehen wir mal auf den Rotenberg. Das da hinter mir ist der Rotenberg mit der Grabkapelle. Allerdings eher bekannt unter einem anderen Namen. In der Quelle taucht er immer wieder auf als Würdeberg oder als Werdenberg oder als Wirtinsberg. 1907 wird der Rotenberg ganz offiziell in Württemberg umbenannt von Wilhelm II. Württemberg. Erstmalig erwähnt wird der Burg darauf am 7. Februar 1080, denn da wird die Kapelle geweiht. Den Weihestein gibt es heute noch an Ort und Stelle und als Abguss an verschiedene andere Stellen. Diese Burg hat ursprünglich drei Ringmauern und ist sehr stark befestigt. Was allerdings nicht daran hindert, dass sie 1311 durch die Reichsstädte im Städtekrieg zerstört wird. Danach wieder kleiner aufgebaut. Die zweite Nachfolgeburg, die steht dann bis 1519, wo sie abbrennt, wiederum durch den Städtebund, in dem Fall unter Wilhelm von Bayern im Zusammenhang mit der Absetzung und Vertreibung von Herzog Ulrich. Herzog Ulrich baut die Burg dann wieder neu auf, die dann allerdings noch mal kleiner wird und auch relativ schnell zerfällt, sodass dann Wilhelm I. 1820 bis 24 die Reste abtragen lässt und diese Grabkapelle errichten lässt durch Giovanni Salucci. Eine Grabkapelle für Katharina. Wer ist Katharina? Katharina Pavlovna. Klar, so viel wissen wir schon. Die Frau von Wilhelm I. Aber auch seine Cousine. Zeit, noch mal einen kurzen Blick in die Genealogie zu werfen. Herzog Karl Eugen hat zwar jede Menge Nachfahren, aber keinen legitimen Sohn, sodass seine Herrschaft, also das Herzogtum, übernommen wird von Bruder Ludwig Eugen. Karl Eugen stirbt 1793, Ludwig Eugen macht zwei Jahre, bevor er dann 1795 stirbt, wiederum ohne eigene Erben, sodass der dritte Bruder, Friedrich Eugen, übernimmt. Der stirbt 1797 und der hinterlässt 12 Kinder. Unter diesen 12 Kindern ist Friedrich I., später König, also Friedrich I. später, der dicke Friedrich, der spätere König. Unter diesen 12 Kindern ist aber auch eine Sophie Dorothee Auguste, die dann später als Maria Zar Paul I. heiratet und damit Zarin von Russland wird. Deren Tochter wiederum ist Katharina. Katharina wird relativ bald im Rahmen der üblichen Machtpolitik verlobt oder soll verlobt werden mit Ludwig I. von Bayern. Das lehnt sie aber ab, weil den findet sie blöd, durchaus selbstbewusst. Ein anderer Kandidat, der sehr stark interessiert ist, die Zarentochter zu heiraten, ist Napoleon. Und auch ihn lehnt Katharina ab, wie gesagt, durchaus selbstbewusst. Stattdessen heiratet sie Georg von Oldenburg, der dann allerdings schon 1812 stirbt. Zusammen haben sie zwei Kinder. Zwei Kinder. Beim Tod von Georg von Oldenburg stellt man fest, dass Katharina schon psychisch sehr extrem ist. Also sie verfällt in Psychosen, in katatonische Zustände. Schlicht und ergreifend, man merkt, sie ist labil. 1812 ist das. Beim Wiener Kongress 1815 in Wien trifft sie ihren Vetter, Wilhelm I., eben den Sohn vom dicken Friedrich. Und die beiden scheinen sich tatsächlich eine Art von Schock verliebt zu haben, sodass sie relativ schnell übereinkommen zu heiraten. Übrigens, bevor ich das vergesse,
Friedrich I., der dicke Friedrich, hat als Kinder Wilhelm I., Friederike Katharina Sophia Dorothea, die dann Jérôme Bonaparte heiratet, den jüngsten Bruder von Napoleon, und nicht zu vergessen Paul von Württemberg. Auf den kommen wir aber im nächsten Video zu sprechen. Ich sagte schon, Katharina tendiert vielleicht irgendwie dazu, in emotionale Extreme zu verfallen. Wie gesagt, diese katatonischen Zustände nach dem Tod ihres ersten Mannes sind dokumentiert und die gehen halt auch immer weiter. Was passiert jetzt nach dieser großen ersten Liebe, nach dem ersten großen Verliebtsein? Wie wollen wir heute Gefühle von damals irgendwie tatsächlich bewerten? Faktisch auf jeden Fall, Wilhelm I. hat neben Katharina eine Geliebte, die Baronin von Keutelstein, Blanche de la Flanche. Und mit der hat er ein Verhältnis, das während der Ehe auch weitergeht. Jetzt geht folgende Geschichte. Wilhelm I. sei mit seiner Geliebten auf dem Gut Scharnhausen gewesen. Katharina habe es erfahren, in einem Zustand der Aufwühlung sei sie in nur einem sehr dünnen Kleid begleitet durch Nacht und Wind und Regen auf Gut Scharnhausen gefahren, um ihren Mann dort mit der Tatsache zu konfrontieren. Dadurch habe sich sie so stark erkältet, dass sie schließlich mit 30 Jahren daran stirbt. So die Mär. Was dran ist? Schwierig. Ihr Zustand ist tatsächlich, wie gesagt, immer wieder sehr emotional. Wobei, klar, da kann man auch emotional werden. Faktisch, am 4. Januar 1819 hat sie bereits eine leichte Erkältung. Und am 5. Januar 1819 begibt sie sich auf eine Kutschfahrt nach Scharnhausen. Manche meinen, diese Kutschfahrt wäre aber mit Wilhelm gemeinsam gewesen. Ein bisschen unsicher. Der Punkt ist, zu diesem Zeitpunkt bildet sich bereits ein Bläschen am Mundwinkel von Katharina. Und dieses Bläschen, das sticht sie selbst auf, ohne groß Ärzte zu konsultieren. Und dieses Bläschen, diese Bläschen bildet sich weiter von der Nasenspitze bis zum Augenlid. Sprich eine bakterielle Infektion, die zu einer Wundrose führt, die schließlich zu einem Gefäßverschluss im Gehirn führt und dann zum Schlaganfall im Januar 1819. Da mag sicher die Erkältung mit eine Rolle gespielt haben, denn klar ist, Katharina war natürlich dadurch körperlich angeschlagen. Wilhelm jedenfalls zelebriert die Trauer sehr öffentlich. Ich will Ihnen sagen, er war nicht wirklich schwer in sie verliebt, aber es war sicher politisch auch wichtig zu zeigen, okay, Affäre schweigen wir lieber mal tot. Aber Katharina, die ja im Volk so wahnsinnig beliebt war, weil sie ja wirklich viel geleistet hat, kann man nicht einfach so nebenher sterben lassen. Sie wird zunächst mal in der Stiftskirche Stuttgart bestattet, bevor man sie dann nach Fertigstellung der Grabkapelle hierher transferieren lässt. Übrigens nach Spenden zahlreicher Bürger, die 1819 oder spätestens in Anfang der 20er Jahre schon wieder so solvent sind, dass sie ihr Geld geben, damit Katharina auf dieses Grabmal verfrachtet werden kann. Großer Zug und dieses Grabdenkmal zelebriert dann auch die Liebe. Es ist reserviert nur für Wilhelm, Katharina und deren Töchter, sonst darf hier niemand liegen. Und über dem Eingang steht diese berühmte Inschrift: Die Liebe höret niemals auf. Was manche dazu bringt, den Roten Berg als einen der romantischsten Stellen in Württemberg zu bezeichnen. Gehen wir lieber wieder auf den Heuberg. Von den familiären Problemen abgesehen, nimmt Wilhelm I. also wirklich seinen Aufstieg unter anderem durch die Landwirtschaft. Er wird ein sehr beliebter und sehr angesehener König. Und spekuliert sogar ein bisschen drauf bei den Verhandlungen, die immer wieder kommen, ob man entweder ein Reich gründet, dass er doch Kaiser von Deutschland werden könnte. Diese Verhandlungen kriegen den Schub durch die berühmte Revolution von 1848, bei der Wilhelm I. dann seine Enttäuschung erlebt. Aber das wiederum, guck mal, in Frankfurt.
wer die Frankfurter Paulskirche für die Wiege der Demokratie in Deutschland hält, der hat, glaubt, nicht so viel Ahnung von dem, was vorher lief. Also zumal in Württemberg. Denn Württemberg hat ja sehr große freiheitliche Traditionen. Stichwort Tübinger Vertrag beispielsweise. Diese freiheitliche Tradition oder diese freiheitlichen Rechte geht allerdings unter Friedrich verloren. Der sagt, ja gut, er ist jetzt kein Herzogtum mehr, sondern Königreich. Das heißt, im Grunde genommen muss er sich jetzt auch nicht mehr an die alten Verträge halten. Schwierig, aber er kann sich zunächst mal tatsächlich durchsetzen. Was dafür sorgt, dass berühmte Leute wie zum Beispiel Ludwig Uhland regelmäßig das alte Recht fordern. Damit ist der Tübinger Vertrag letzten Endes gemeint. Nicht nur, aber doch auch. Als es jetzt 1848 reichsweit zu Demonstrationen und Revolutionen kommt, kommt es auch in Württemberg zu Demonstrationen, Versammlungen, politische Adressen und so. Also es wird unruhig letzten Endes. Am 9. März beruft König Wilhelm deswegen ein liberales Ministerium unter Führung von Römer, das sogenannte Märzministerium. Das beruhigt die Lage erstmal, denn Römer gilt als, naja, nicht Demokrat, aber zumindest als Angehöriger der neuen Strömungen. Und so sagt man, jetzt gucken wir mal, was der Mann so vorhat. Es gibt kleinere Unruhe im fränkischen Unterland, aber so richtig wichtig sind die eigentlich auch nicht. Es wird dann in Württemberg der Landtag aufgelöst. Landtag, den es schon gab, gell? Wohlgemerkt. Und man setzt neue Wahlen im Mai an. Und zwar kurz nachdem die Wahlen hier zur Frankfurter Paulskirche stattgefunden haben. Man möchte im Grunde genommen abwarten, was jetzt in Frankfurt passiert. 28 Abgeordnete schickt Württemberg nach Frankfurt, drunter Römer. Was schwierig ist, denn er fällt dann erstmal in Stuttgart. Paul Pfitzer, Ludwig Uhland, der Unikanzler, Gustav Rümelin, Friedrich Theodor Fischer. Lauter Persönlichkeiten, die sich in Frankfurt eher zu den Linken halten. Allerdings nicht zu der Art von Links, die man hier an der Frankfurter Paulskirche für links hält. Überhaupt differenziert sich jetzt in Württemberg das politische Spektrum sehr auseinander. Es gibt die konstitutionell monarchische Liberale, wo Römer dazugehört, also immer noch Königstreu, die eben eine Verfassung wichtig finden, aber halt auch liberal sind, also weniger Staat sich wünschen. Dazu gibt es aber ab Juli auch radikalere Demokraten. Also überhaupt, es gründet sich jetzt verschiedene Vereine, Volksvereine. Zum Beispiel links davor gibt es dann auch eine sozialistische Arbeitervereine. Also auch in Württemberg wird es jetzt stark politisiert. Ein republikanischer Club gibt es in Stuttgart. Und überhaupt in Heilbronn wird es relativ haarig, denn da meutert das 8. Württembergische Infanterieregiment. Was sich dann aber doch auch wieder relativ schnell beruhigt. Am 17. Januar 1849 wird der hier in der Paulskirche erarbeitete Grundrechtekatalog von König Wilhelm anerkannt. Das ist einer der ganz wenigen Herrscher, die das tun und eigentlich auch der einzige Große, der das tut, zumindest zu diesem frühen Zeitpunkt aus. Auch am 25.04.1849 erkennt König Wilhelm die hier entstandene Paulskirchenverfassung von 1849 an, die ja dann nie in Kraft gesetzt wird. Aber immerhin, also Wilhelm ist immer noch, sagen wir, an der Spitze des Fortschrittes, soweit er das als König überhaupt kann. Anfang Juni 1849 wird ja dann hier das Paulskirchenparlament aufgelöst und das Rumpfparlament verlegt sich nach Stuttgart, weil er bei Stuttgart diese freiheitlichere Tradition aufweist und weil König Wilhelm tendenziell erstmal bereit ist. Das ist aber schwierig, denn dieses Rumpfparlament in Stuttgart soll ja auch bald aufgelöst werden, unter anderem auf Druck von Preußen. Und Preußen bietet dann auch sogar an, dass man Truppen schickt, um diese Abgeordnete aus dem Rumpfparlament loszuwerden. Man will ja keine preußische Truppen in Württemberg. Was soll das? Baden macht das Württemberg auf gar keinen Fall. Und so schickt schließlich Römer als revolutionärer oder reformerischer Regierungschef württembergische Truppen am 18. Juni, um dieses Rumpfparlament in Stuttgart aufzulösen. Was faktisch auch das Ende der Revolution, zumindest in Württemberg, bedeutet. Gucken wir uns mal an, warum Württemberg bei dieser Revolution jetzt so furchtbar mitmacht. Unter anderem deswegen, weil Württemberg, ich sagte es schon, sehr freiheitliche Traditionen hat, aber auch einen sehr, naja, reformfreudigen König mit Wilhelm. Wilhelm galt ja sowieso auch lange Zeit als Hoffnungsträger in Deutschland, bei den Liberalen zumindest. Und so hat Württemberg auch schon eine verankerte Verfassung, an deren Spitze steht der König,
Der ernennt dann den Ministerpräsidenten, einen geheimen Rat und so. Das sind die Chefs der Verwaltung. Der König kann auch Gesetze geben, kann auch Finanzpolitik betreiben. Aber nebendran gibt es halt noch den Landtag. Und der Landtag besteht aus zwei Kammern. Der ersten Kammer mit Adel und ernannte, verdiente Bürger und die zweite Kammer, die dann halt 23 privilegierte Abgeordnete beinhaltet, 13 Ritter, 6 evangelische Kirchenvertreter, 3 katholische, der Unikanzler, Abgeordnete von 7 Städten und 63 Abgeordneten für die Ämter. Also wirklich schon sehr demokratische Rechte. Und dieser Landtag hat ähnliche Rechte, fast gleiche, wie der König. Echt schon demokratische Tradition in Württemberg, wenn man sich so überlegt. Ich sagte gerade, dass die Revolution in Württemberg im Prinzip schon vorbei ist. Es gibt eigentlich nur Nachbeben. Am 28. Oktober wird zum Beispiel Römer entlassen. Stattdessen, statt diesem Märzministerium, gibt es ein Oktoberministerium und 1850 dann ein Juli-Ministerium. 1851 wählt man dann den Landtag neu. Gewählt übrigens eigentlich immer durch 25-jährige Männer mit Besitz. Aber immerhin, also aus meiner Sicht schon klare Vorstufe der Demokratie. Und zwar wählt man 1850 wieder nach der vorrevolutionären Fassung. 1852 wird dann die Verfassung von 1819 in Württemberg wieder in Kraft gesetzt. Sprich, auch in Württemberg geht die Revolution verhältnismäßig spurlos vorbei. Aber es gab auch nicht so viel zu reformieren. Was die Bevölkerung allerdings total betroffen hat, nämlich die Aufhebung der Feudallasten beispielsweise, das gucken wir wieder auf der Alp. Zurück von Frankfurt gucken wir auch wiederum, was diese Revolution hier auf dem Heuberg auslöst und überhaupt in ländlichen Gegenden in Württemberg. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nichts. Die Bevölkerung hat hier komplett andere Sorgen als irgendeine politische Mitbestimmung. Sorgen welche? Ich habe vorher gesagt, dass die Leibeigenschaft aufgelöst wird. Dafür gibt es aber immer noch jede Menge herrschaftliche Rechte in den Ortschaften, die denn sehr auf dem Geldbeutel und auf der Seele liegen. Und Wilhelm I. hebt diese grundherrschaftlichen Rechte jetzt so langsam aber sicher auf. Die alten Rechte werden abgelöst. 1817 bereits heißt, dass alle Abgaben, die man regelmäßig leisten muss, abgelöst werden können durch das 20-fache. Also man zahlt in einem Jahr den gesamten Betrag von 20 Jahren und ab dem Moment muss man nie wieder was zahlen. Das kann sich kein Ort leisten. Die Orte hier mache ich auch nicht. Weder Hartheim noch Unterdiegesheim. Das erkennt man auch 1836, also relativ viel später, 1836, springt die Staatskasse ein und sagt, man kann bei der Staatskasse ein Darlehen aufnehmen, um diese Rechte abzuleisten. Was dann auch passiert? 1849 kann man dann noch die Zehntrechte ablesen für den 16-fachen ihres Wertes. Unterdiegesheim löst 1840 die Frohen, die Schafweiderechts-, Holzrechte und die Allmende ab. Ab diesem Moment wird Unterdiegesheim als Kommune quasi selbstständig. 1850 löst man dann auch noch die Zehntrechte ab und 1852 die Mühlbahnrechte. Jetzt ist Unterdiegesheim definitiv in der Moderne angekommen. Nicht nur Unterdiegesheim, nicht nur der Heuberg, sondern ganz Württemberg. Ade.